Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute in Bitburg und ich lade euch zu einem Rundgang ein. Beim letzten Mal hatte ich euch ja versprochen, die Stelle zu zeigen, an der alles begann. Und es fing an im Jahre 1988 im Gasthaus Lindenhof. Damals trafen wir uns mit jungen Menschen aus dieser Stadt, um eine Wählergruppe zu gründen. Leider gibt es den Gasthof nicht mehr, aber an der alten Stelle befindet sich heute diese Plakette. So sahen wir damals aus. Hier ganz links seht ihr mich. Hier rechts mein Freund Locke und Rudi Rinnen immer noch mit dabei, Wahlkreiskandidat im Eifelkreis Bitburg-Römm. Unser Motto war damals nett, jung, beliebt. Das war schon etwas keck. Aber wie schrieb damals die Zeitung, die Versammlung fand statt mit Gummibärchen und Bab. Verdammt lang her, verdammt lang. Hier sind wir auf dem Rathausplatz von Bitburg und dies ist meine erste Arbeitsstätte, das Rathaus, hinter mir die Liebfrauenkirche und ganz dort hinten das Haus der Jugend, wo ich die Zeit mit 15 verbrachte bei der KSJ, katholisch studierende Jugend, und wo natürlich mein Leben in Bitburg begann. Der Gerstenstrepperbrunnen in Bitburgs Fußgängerzone erzählt eine Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg. Bitburg wurde von den Schweden belagert und die Menschen hatten nichts mehr zu essen. Man wollte sich schon ergeben, kam dann aber auf die listige Idee, Kinder sollten sich als Ziegen verkleiden. Und so streiften sich die Kinder der Stadt Ziegenfelle über ihre Körper und tanzten in der Dämmerung auf der Stadtmauer. Die Schweden dachten, die Bitburger haben noch genug zu essen und zogen davon, ohne die Stadt zu erobern. Damals haben die Kinder den Erwachsenen geholfen. Heute helfe ich als Landrat den Kindern. Ich habe angeordnet, dass kein Kind mittags hungrig nach Hause geht. In unseren Ganztagsschulen erhalten alle Kinder Mittagsverpflegung, auch wenn die Eltern das Essen nicht selbst zahlen können. In Bitburg dreht sich vieles ums Bier. Von meiner Ausbildung bin ich Jurist und meine Doktorarbeit handelt vom Bier, von der Nichtigkeit, Sittenwidrigkeit und Aufhebbarkeit von Bierlieferungsverträgen. Es gab schon mal einen deutschen Politiker, der über Bier geschrieben hat. Gustav Stresemann, Reichskanzler und Außenminister. Er schrieb über den Flaschenbierhandel in Berlin. Aber nach Berlin wollen wir ja nicht. Wir wollen nach Mainz. Am 27. März ist Landtagswahl und alle kommen mit.